Aufgrund seines einzigartigen Funktionsprinzips stellt EtherCAT einen Durchbruch in Bezug auf seine Leistung dar. Anstatt in jedem Zyklus einen Frame zu jedem Knoten zu senden und von jedem Knoten im Gegenzug eine Antwort zu erhalten, sendet EtherCAT lediglich einen Frame durch alle Knoten, wie man hier in der Zeitlupe gut sehen kann. Jeder Knoten zieht sich seine Daten im Durchlauf, sprich on the fly, und kann andersherum Daten in denselben Frame einfügen. Damit nutzen alle Knoten einen Frame und einen Overhead, was dazu führt, dass wir typische Bandbreitennutzungsraten von über 90% erreichen. Und weil wir denselben Frame für Eingangs- genau wie für Ausgangsdaten nutzen, ist diese Prozentzahl als 90+% von 200 Megabit pro Sekunde zu sehen. Wie man in der Grafik gut sehen kann, können die Knoten darüber hinaus mehr als zwei Ports haben und als Abzweige dienen. Mit EtherCAT benötigt man also keine Switche, sprich, man muss diese weder kaufen noch installieren, mit Strom versorgen, konfigurieren und auch nicht managen. Nicht zuletzt sendet und empfängt der Master nur einen oder zwei Frames, nicht viele. Deshalb kann er auch einfach in Software auf einem Standard-Ethernet-Port installiert werden, wodurch jeder PC hardware-seitig ein EtherCAT-Master ist. Auf Knotenseite nutzen wir kostengünstige EtherCAT-Slave-Controller-Chips, welche sämtliche zeitkritischen Funktionen in Hardware integrieren. Das spart nicht nur Geld, sondern vermeidet auch große Software-Stacks. Mit dem einzigartigen Funktionsprinzip On the Fly ist es uns gelungen, alle drei Performance-Probleme zu überwinden und EtherCAT zur schnellsten verfügbaren Industrial Ethernet-Technologie zu machen. Und nicht nur das, es ist zudem auch kostengünstig und sehr einfach zu nutzen. Deshalb nennen wir EtherCAT auch den Ethernet-Feldbus. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Falls Sie mehr über EtherCAT wissen möchten, besuchen Sie unsere Website www.ethercat.org oder schreiben Sie uns an info@ethercat.org.